Hey, heute erkläre ich euch, wie ihr eure eigenen Events erstellen könnt, um zum Beispiel ein Plugin zu schreiben wie Survival Games, wo ihr auf bestimmte Methoden über ein Event drauf zugreifen könnt, zum Beispiel dann später durch eine API. Dazu als Beispiel jetzt haben wir das Ganze anhand eines Mute Comments gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt halt Integer Phoenix mute, wird es in diesem Fall abgebrochen, weil er OP ist. Das Ganze regelt am Ende aber ein Event und wie ihr das macht, seht ihr nach dem Intro. So, und nun wollen wir das Ganze einmal implementieren. Ja, das ist eigentlich nicht sonderlich schwierig. Als erstes müssen wir uns natürlich das Event selbst schreiben. Dazu machen wir uns wieder ein neues Package. Ich mache das jetzt hier sozusagen in dem alten Nude-Projekt. Das solltet ihr ja schon kennen. Wenn ihr das sozusagen jetzt irgendwo anders einbaut, baut es einfach so für euch ein. An sich ist es halt recht zielführend oder recht einfach zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Also als erstes machen wir uns unser Package, das ist halt in diesem Fall de.jederphoenix18.mute.events. Das ist dann unser, wo wir so unsere Events reinschreiben. So, dann machen wir hier ein Mute-Event. Ich werde jetzt halt das nur sozusagen so machen, dass ich halt auch noch einen Status hinzufüge. Das heißt, ich mache dann hier jetzt einmal ein enum, das ist ein Mute-Status. So, das ist schon unser enum und hier packen wir dann halt einfach rein. Mute oder halt unmute. Das ist der Mute-Status, der übergeben wird. Das erleichtert uns, dass das halt, wir können einfach alles über ein Event am Ende laufen lassen. So, jetzt haben wir unsere Klasse Mute-Event. Die soll einmal das Event extenden und dann halt noch das Cancelable implementieren. Implements, so, genau. Dafür machen wir jetzt einfach erstmal sozusagen den Import für das Event. Das müsst ihr java.org.bucket nehmen. java.org.bucket.event. Und dann müssen wir das Ganze noch das Cancelable implementieren. Auch hier org.bucket.event. Und dann wird er sagen add unimplement methods. Damit müssen wir diese Methoden hinzufügen. So, jetzt seht ihr hier eine Option ist cancelled. Set cancel get handlers. So, für get handlers müssen wir uns einmal eine Liste erstellen. Die machen wir halt private static final. Das heißt also private static final. Dann Handlerlist, Handlers, das ist eine neue Handlerlist, Handlerlist, so. Und jetzt haben wir hier Handlers, hier wird der Handlerlist, hier wird ja sozusagen GetHandlers gemacht, das heißt wir machen einfach this.handlers und damit ziehen wir uns unsere Handlers sozusagen rüber, return this.handlers, ach, return Handlers, sorry. Mein Fehler. Wir brauchen kein this, weil es ja halt keine private Variable ist. So, jetzt möchten wir aber halt sozusagen auch einen Aufruf von dem Event machen. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal public mute event. So, hier noch die Klammern dran. So, und jetzt müssen wir unsere Sachen übergeben. Wir möchten einmal übergeben unseren Spieler, Player in diesem Fall. Und dann halt mute status. Das haben wir gerade als Enum gemacht mit status. So, warum das Ganze? Wie gesagt, das Event soll halt später für Unmute und Mute zur Verfügung stehen, weil es das Ganze einfacher macht. Dementsprechend können wir dann halt sozusagen das sozusagen so machen. So, jetzt übergeben wir das Ganze. Das heißt, wir müssen das aber auch oben auf Variablen setzen. Das heißt, wir machen einmal private player. Ich trenne das mal hier oben, damit das ein bisschen ordentlicher ist. Private player, player. Und dann haben wir hier private mute status status. So, und das Cancel, also ob das gecancelt ist, möchten wir auch setzen. Das heißt, wir machen hier private boolean cancelled. So, das heißt, wir machen dann jetzt hier this, setzen dann halt beim mute event this.cancelled erstmal auf false. Dann setzen wir this.player, ist in diesem Fall unser Player, den wir übergeben. Das gleiche hier für Status, also this.status gleich status. So. Jetzt möchten wir aber prinzipiell bei dem Event soll ja nicht viel jetzt veränderbar sein. Das heißt, der Spieler wird ja nicht veränderbar sein können. Das heißt, dafür müssen wir gleich nur einen Getter machen. Und für den Mute-Status, den wollen wir verändern. Ja, an sich brauchen wir nicht verändern. An sich ist es halt nur sozusagen, wie der Status ist. Also in diesem Fall, in dem Event können wir eigentlich jetzt nichts groß ändern. Was wir aber jetzt aber machen, wir setzen als erstes das Set Cancelled. Hier machen wir sozusagen den Boolean Cancelled. Den übergeben wir und dann machen wir this.cancelled ist gleich cancelled.
So, damit ist das fertig. Das gleiche machen wir dann halt hier oben, weil jetzt würde immer false zurückgeben. Hier müssen wir aber this.cancel dann zurückgeben, damit man das prinzipiell ändern kann. So, jetzt haben wir das Mute-Event hier. So, und jetzt müssen wir noch sozusagen unsere unimplement methods, also unsere, nicht unimplement, unsere Methoden für den Spieler hinzufügen und für unseren Status. In diesem Fall machen wir halt public und dann public get player, public player get player, so player, und dann return wir return this.player. Und das gleiche machen wir für unseren Mute Status, also public mute status get status return this.status. So, für bestimmte Events ist es dann halt sinnig, dass man zum Beispiel auch Sachen setzt. In unserem Fall nicht. Ihr könnt aber ansonsten ganz einfach einen Setter machen, wie ihr es mit Set Cancelled hier habt. So könnt ihr dann Sachen halt übergeben. So, das kann halt in gewisser Weise sinnvoll sein. Ihr habt ja das sozusagen, ich werde es gleich zeigen, eine Call-Event-Methode. Und dementsprechend, ja. Wir machen das einfach mal über das Set Cancel. Das können wir hier auch abfragen und das Set Cancel kann gesetzt werden. Dementsprechend sollte das dann halt funktionieren. So, das heißt, wir gehen jetzt einfach dann hier nochmal, haben wir jetzt unser Mute-Event fertig. Das heißt, wir gehen jetzt in den Mute-Comment rein, weil da wird es ja gebraucht. So, und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, hier ist das Mute-Players, so, dann würde er hier gemutet werden. Und dann müssen wir sozusagen, machen wir jetzt sozusagen ein bisschen, baue ich hier ein bisschen rum, also nicht wundern. Hier ist es jetzt zuerst gewesen, das heißt, wir haben jetzt ja, dass wir hinzufügen. Das heißt, wir machen das jetzt so, dass wir halt ein Event callen, das heißt bucket.getPluginManager, damit nehmen wir erstmal den PluginManager, der dafür zuständig ist, und dann .callEvent, damit führen wir sozusagen das Event aus. Dann machen wir ein neues Objekt, also ein new, ach nee, das müssen wir nicht hier drin machen, sorry, wir müssen vorher ein mute-Event hier machen, also wir machen ein mute-Event, Event ist gleich new mute-Event, da übergeben wir muted und dann halt unseren Status, also sozusagen mute status.mute. So. Dann haben wir unser Mute-Event und das übergeben wir hier bei Event. Ne? Das enthält, also es extendet ja Event, dementsprechend können wir es hier übergeben. So, jetzt haben wir hier nach, können wir, jetzt wird sozusagen hier das Event ausgeführt und auch auf allen anderen, wo Event-Händler sozusagen unser Event hat, wird das gecallt. Jetzt wollen wir es ja so machen, dass wenn das gecancelt ist, dann halt nicht sagen. Das heißt, wir fragen ab if event.isCancelled, Ausrufezeichen Event ist cancelled, dann das. Ansonsten machen wir das Event wurde abgebrochen. No? Else. Ansonsten senden wir den Spieler die Operation wurde abgebrochen. So. Paragraph C. Die Operation wurde abgebrochen. So. Und das Ganze können wir jetzt halt ziemlich 1:1 rüber kopieren in unser Armmute. Das werde ich jetzt hier auch einmal machen. Weil es halt prinzipiell genau das gleiche ist, ich möchte das nur einmal sozusagen komplett gezeigt haben. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Muted Players, so hier müssen wir dann halt Unmute angeben als Mute Status. Hier sehen wir Muted Players Add, hier machen wir dann halt ein Remove. So, und dann machen wir hier das, was sozusagen mit geunmuted hier kommt, das ist hier ja gemutet. Und dann können wir den Teil entfernen. So, das war's auch schon, damit haben wir sozusagen jetzt unser Event hinzugefügt. Jetzt geht's weiter, sozusagen, wir müssen unseren Listener schreiben, weil unser Listener ist sozusagen dafür zuständig, dass es eventuell gecancelt wird. Das heißt, wir machen uns einfach einen New Listener, den nennen wir einfach in diesem Fall Mute Listener. So, dann machen wir normales Implements Listener, wie ihr es sonst kennt. Ihr implementiert hier immer die Listener. Das heißt, hier implementiert die Listener, Org Bucket Event. So, dann machen wir hier einfach einen Add-Event-Händler, um halt das Event zu uns zu ziehen. Dann machen wir hier wieder ein Public Void On und dann halt das Event, also in diesem Fall Mute Event Event. So. Und wir möchten das jetzt so machen, dass sozusagen, wenn jemand jetzt Operator ist, dass er dann halt nicht gemutet werden kann. Das heißt, if if event.mute
get player.is operator ist OP, genau, damit fragen wir es ab. Event.set cancelled und dann halt true. So, und dann übergeben wir, machen wir hier noch eine Ausgabe. Bucket.broadcastMessage Paragraph C. Und dann geben wir aus event.getPlayer.getName.ist ein ist ein Operator. Nein, wir schreiben jetzt einfach ist ein Operator. Guck mal, das. Und jetzt geben wir sozusagen aus, was das hier sozusagen für ein Status ist. Das heißt plus event.getStatus.toString. Punkt. Event wurde abgebrochen. So. Und damit haben wir das Ganze. Das heißt, also, wenn dann sozusagen jemand OP ist, dann wird auch angezeigt, dass er ein Operator ist, dass dann das entsprechende Event abgebrochen wird. Wenn wir jetzt hier den Event-Status, heißt entweder Mute oder Unmute Event. Ja, und das war's sozusagen prinzipiell. Bis auf eine kleine Sache. Wir müssen noch einmal kurz unseren Listener implementieren. Das kennt ihr selbst. Na, das heißt in dem Fall Plugin Manager. Und register events und dann halt new und dann mute listener und hier übergeben wir mute m. Das ist ja in unserer Main Klasse, das kennt ihr ja von mir schon, wie ich das immer mache. So, und damit haben wir das Ganze und dann werde ich das Ganze jetzt einmal kurz exportieren und dann sehen wir uns gleich im Game wieder. Bis gleich. So, nochmal ein kleiner Nachtrag, was ich ganz vergessen habe. Ihr müsst jetzt noch einmal hier vorne bei eurem Event etwas hinzufügen, nämlich einmal die Public Handler, ein Public Static Aufruf für die Get Handler List. Das heißt, ihr macht hier einfach einmal eine Sache, die ihr hinzufügen müsst, nicht Public Static Handler List, Get Handler List und übergibt darüber auch die Handlers, Return List.Handlers. So. Return Handler, sorry. So. Damit sollte das dann funktionieren, ansonsten kriegt ihr ein Problem. So, jetzt sind wir auch auf dem Server. Und jetzt werden wir halt einfach den Comment ausführen, nämlich slash mute integer Phoenix. Dann der Spieler integer Phoenix wurde gemutet. Jetzt OPen wir einfach mal integer Phoenix. Das heißt, wir OPen jetzt integer Phoenix. Das mache ich einmal hier in der Konsole. So, genau, jetzt ist integer Phoenix OP. Weil ich jetzt ihn muten will, Interphoenix ist ein Operator, das Mute-Event wurde abgebrochen, die Operation wurde abgebrochen. So, und damit haben wir sozusagen unser Cancel genutzt, wie ihr gesehen habt, es wurde jetzt sozusagen nichts ausgeführt und der Spieler wurde halt nicht gemutet. Und so könnt ihr dann sozusagen über Events bestimmte Sachen verändern, das könnt ihr entweder hier in Comments machen, ihr werdet aber vielleicht später eher, wenn ihr ein Spiel habt oder eine API habt, zum Beispiel habt jetzt, stellt euch vor, ihr habt ein Survival Games geschrieben und irgendwelche, ihr habt es online gestellt und irgendjemand möchte dann zum Beispiel auf eine API zugreifen und ihr habt dann zum Beispiel ein Gewinner-Event. Dann kann derjenige auf dieses Gewinner-Event oder Winning-Event halt zugreifen und gucken, wer halt gewonnen hat und kann gegebenenfalls darüber Coins verteilen mit seiner API. Dafür ist sowas halt sehr sinnvoll, weil ihr dann, ihr müsst nichts implementieren, sondern nur diejenigen, die das nutzen wollen. Von daher, ja, ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen und ja, dann danke ich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich einen Daumen nach unten. Ansonsten schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr euch als nächstes Video wünscht, beziehungsweise was ihr gerne euch halt generell wünscht, ob ihr jetzt weiter solche Bucket-Seiten-Sachen sehen wollt oder ob ihr spezielle Sachen sehen wollt. Ja, also wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare und von da ansonsten sehen wir uns halt beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.